Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast, um mit mir zusammen über Uhren zu träumen und von Uhren zu träumen, die jenseits meines mir selbst gesetzten Budgetrahmens sind. Aber angenommen, Geld würde überhaupt keine Rolle spielen. Ich hätte unlimitierte Ressourcen und würde mir eine 5-Uhren-Sammlung zusammenstellen bei Uhren, mit Uhren, bei denen ich überhaupt nicht auf den Preis gucken würde. Welche 5 würden das sein? Natürlich sollten es Uhrenmarken aus Deutschland sein, denn darum geht's in meinem Kanal. Es sollten ausgefallene Uhren sein und es sollten natürlich auch zumindest zu einem guten Teil alltagstaugliche Uhren sein. Und in diesem Rahmen habe ich mich für diese 5 Uhren entschieden. Wenn ich jetzt nach unten gucke, ist das, weil ich hier die Bilder auf meine Scripts habe. Ich zeige euch hier im Bild, hier oben, die entsprechenden Bilder über die Uhren, von den Uhren, über die ich spreche. Meine erste Uhr, die ich mir ausgesucht habe, ist eine Glashütte Original 70s Chrono mit Panoramadatum. Ich finde die super gelungen und mit 12.500 Euro ist es auch die günstigste Uhr in meiner Auswahl. Ich mag sowohl das eckige Gehäuse als auch das blaue Sonnenschliffziffernblatt. Das Datum finde ich klasse und natürlich ist auch die Gangreserveanzeige etwas, was für mich wirklich super klasse ist. Was ich sehr gelungen finde, ist, dass diese Uhr in unterschiedlichen Gehäuse und in unterschiedlichen Bandvarianten angeboten wird. Sie gibt es sowohl am Lederband als auch am Kautschukband als auch am Stahlband. Ich habe euch das hier mal eingeblendet. Ich finde, das verändert das Gesicht der Uhr doch erheblich. Die Stahlbandvariante ist ein paar hundert Euro teurer als die 12.500, die ich erwähnt habe. Aber in dieser Region spielt das, glaube ich, nicht mehr die ganz entscheidende Rolle. Und zudem kommt dazu, dass ich ja gesagt habe, Geld spielt keine Rolle, die Ressourcen sind unlimitiert, insofern ist das vollkommen okay. Die Uhr hat einen Durchmesser von 40x40 mm und hat eine Wasserdichtigkeit von 10 bar und eine Bauhöhe von 14,1 mm, was angesichts der Chronographenfunktion durchaus nicht zu hoch ist. Als Werk verbaut ist das Kaliber 3702. Glashütte Original sagt, es ist ein Manufakturkaliber. Ich bin nicht der Techniker, ich bin auch nicht auf der technischen Seite so bewandert, dass ich genau sagen kann, was der Unterschied ist. Was ich aber sagen kann, ist, dass es ein wunderschönes Werk ist. Es sieht wirklich klasse aus, hat einen skelettierten Rotor und macht auch die Rückseite zu einer Augenweide. Die Uhr gibt es auch als Nicht-Chronographen-Version, als reine Dreizeiger-Uhr. Da liegt der Preis bei 8.500 Euro. Und diese Uhr wäre quasi mein Daily Rocker, meine Alltagsuhr. Die Uhr, die ich wahrscheinlich am meisten tragen würde. Und die anderen 4 Uhren, die noch kommen, sind etwas edler. Würde ich aus anderen Gründen kaufen, diese Uhr wäre, glaube ich, meine absolut favorisierte Alltagsuhr, sowohl hinsichtlich der Funktionen als auch der Alltagstauglichkeit mit leuchtenden Zeigern, Wasserdichtigkeit und Stahlband. Ja, die zweite Uhr in meiner Auswahl ist eine Uhr meiner favorisierten Marke. Es ist eine Sinn. Die Sinn 6200 mit dem Weißgoldgehäuse Meisterbund 1. Diese Uhr kostet 14.500 Euro, ist limitiert auf 55 Stück und in einer für mich wieder sehr angenehmen Größe mit 40 mm im Durchmesser und lediglich 9,3 mm hoch. Wie auch die Glashütte Original hat die Uhr ein Saphirglas, selbstverständlich. Und das Sonnenschliffziffernblatt mit der grauen Farbe und den silbernen applizierten Indizes und Zeigern finde ich sehr, sehr klasse. Das wäre eine Uhr, die, obwohl sie etwas feiner ist und etwas edler aussieht, dennoch eine wirklich absolut alltagstaugliche Uhr ist, wasserdicht. Das Weißgoldgehäuse ist natürlich etwas empfindlicher als ein Stahlgehäuse. Aber da Geld keine Rolle spielt, haha, schön wär's, könnte man das ja auch
hin und wieder einmal sehr dezent aufarbeiten lassen. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, das Werk ist ein UWD Uhrenwerke Dresden 33.1, also auch hier kein Werk von der Stange, sondern ein ausgefallenes Werk, was auch, wenn wir uns das Werk einmal anschauen, wirklich sehr schön ist. Nicht ganz so auffallend wie das der Glashütte Original und bei weitem nicht so auffallend wie die Werke, die ich euch noch zeigen werde. Trotzdem kein Werk von der Stange und auch von der Rückseite ein Hingucker. Ja, diese Uhr könnte ich mir sehr gut zu Familienfeiern vorstellen, wenn es mal abends fein zum Essen rausgeht. Schon klasse, ein Stahlband kommt an diese Uhr selbstverständlich nicht. Hier kommt nur ein gutes Lederband dran und damit ist die Uhr dann wirklich ein sehr schöner Begleiter für halbformelle Anlässe. Die dritte Uhr in meiner Auswahl der Traumuhren, wenn Geld keine Rolle spielt, ist eine Marke, die vielleicht nicht allen so bekannt ist. Und zwar handelt es sich um Lang und Heine in Dresden. Ein markantes Kennzeichen von Lang und Heine ist der Bandanstoß, der immer drei Hörner hat. Normalerweise gibt es ja die zwei an den Außenseiten. Lang und Heine hat ein drittes Horn in der Mitte, sodass es hier keinen allgemeinen Bandwechsel gibt, sondern es gibt immer ganz spezifische Bänder oder man muss sich ein Band anfertigen lassen oder das dritte Anstoßloch selber stechen oder stanzen. Da Geld aber keine Rolle spielt in meinem Gedankenmodell, ist es auch kein Problem, sich Bänder anfertigen zu lassen. Die Uhr, die ich mir ausgesucht habe, ist die Friedrich II. Friedrich der Zweite oder die Uhr Friedrich der Zweite ist sozusagen das Einsteigermodell bei Lang und Heine mit 18.600 Euro, trotzdem kein Schnäppchen. Lang und Heine hat nach oben da einen ganz großen Spielraum. Es geht weit in den sechsstelligen Bereich rein. Hier haben wir das Einsteigermodell mit einem Durchmesser von 39,2 mm, einer Höhe von 10,5 mm, was ich allerdings wirklich überhaupt nicht verstehen kann, wie ich bei einer Uhr, die knapp 20.000 Euro kostet, ein Gehäuse baue, was nur 3 bar wasserdicht ist. Insofern ist das eine Uhr, die es wirklich nur zu gehobenen Anlässen, zu einem feinen Essen gibt. Es ist überhaupt keine Uhr, die ich jemals auch nur näherungsweise im Alltag tragen würde, mit 3 bar Wasserdichtigkeit. Nichtsdestotrotz gefällt mir die Uhr super gut. Das mehrstufige Ziffernblatt, die wunderschönen blauen Zeiger, die radial angeordneten arabischen Ziffern, alles das mag ich gerne und dieses Drei-Horn-Konzept des Bandanstoßes macht die Uhr für mich ein Hingucker und ist ein unverwechselbares Kennzeichen von Lang und Heine. Und das mag ich einfach sehr und deshalb habe ich die Uhr mit aufgenommen. Verbaut ist ein Werk, was Lang und Heine als Kaliber 6 bezeichnet. Ein Handaufzugswerk mit 55 Stunden Gangreserve. Und wie ihr sehen könnt, ist das Werk sehr hübsch verziert. Es ist wirklich ein Hingucker. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass die Durchsicht sehr groß ist. Das Saphirglas auf der Rückseite hat einen sehr großen Durchmesser, dass man viel vom Werk sieht. Und das finde ich wirklich klasse. Insofern eine durchaus sehr, sehr schöne Uhr und eine edle Uhr. Leider nicht so alltagstauglich, wie ich mir das gerne wünschen würde. Die fünfte Uhr ist eine Uhr, die unbedingt in die Auswahl rein musste, weil es ist einfach ein Farbkracher. Hier haben wir die Alexander Schorokow Tourbillon Picassini, limitiert auf ganze 5 Stück zu einem Preis von 29.900 Euro. Alexander Schorokow ist bekannt für seine opulenten, farbenfrohen, großen, teils barocken Uhren und mit der Tourbillon, die hier vorliegt, ist ihm ein wirklich grandioser Wurf gelungen in meinen Augen. Zunächst dachte ich, die Uhr ist ja überhaupt nicht ablesbar, wo kann man denn da genau die Zeit ablesen? Ich war durch die vielen Farben sehr verwirrt, muss allerdings sagen, dass sich die Zeit extrem gut ablesen lässt, wenn man weiß, wie es funktioniert.
Ich schaue mal auf das Ziffernblatt und ihr könnt sehen, dass es in jedem Bereich zwischen 6 und 9, 9 und 12, 9, 12 und 3 und 3 und 6 drei verschiedene Farbsektoren gibt. Und die Sektorengrenzen zeigen exakt die Stundenmarkierungen an, sodass ich über diese Farbsektoren schon einmal sehr genau die Stunde ablesen kann. Schaue ich dann noch auf den schwarz-weißen Rasterungsring um das farbige Zentrum herum, sehe ich, dass diese quadratischen schwarzen und weißen Felder die Minuten angeben und auch als solche nummeriert sind. Die weißen Felder sind durchnummeriert mit 2, 4, 6, 8. Das ist dann die zweite, vierte, sechste Minute. Am Ende des Feldes die schwarzen liegen entsprechend dazwischen, sodass sich trotz der verwirrenden Gestaltung des Ziffernblattes die Zeit sehr exakt minutengenau ablesen lässt. Aber das habe ich erst beim zweiten oder dritten Hinschauen gesehen. Und insgesamt finde ich diese Uhr einen wirklichen Knaller, wenn man mal Lust auf Farbe und was Buntes hat. Da Geld in meinem Gedankenmodell keine Rolle spielt, darf eine solche Uhr dann auch mal knapp 30.000 Euro kosten. Den Blick auf das Werk möchte ich euch nicht vorenthalten, denn hier zeigt sich wieder etwas ganz typisch Alexander Schorokow-mäßiges, nämlich ein sehr reich verziertes Werk, sehr opulent, handgraviert. Und das ist wieder ganz, ganz typisch Alexander Schorokow und hebt diese Uhr deutlich aus den anderen Uhren hervor, denn keine andere Uhr ist in dem Maße verziert wie die Alexander Schorokow, und das ist schon etwas sehr Besonderes. Die letzte Uhr in meinem Modell ist auch gleichzeitig die teuerste Uhr. Und zwar habe ich mich hier entschieden für eine Lange und Söhne, und zwar die Grand Lange 1 Moonface zum 25. Jubiläum von A. Lange und Söhne. Die Uhr kostet 45.800 Euro, also ein richtiges Brett, hat ein Weißgoldgehäuse, ein massiv silbernes Ziffernblatt, die Mondscheibe ist ebenfalls aus Weißgold, handgraviert und so richtig vom Feinsten. Also das ist wirklich ganz, ganz hohe Uhrmacherkunst und wirklich was vom Feinen. Wenn wir uns das Werk anschauen, zeigt sich eine zurückhaltende Eleganz, nicht so opulent wie die Alexander Schorokow, und trotzdem sehr, sehr aufwendig gestaltet, sehr aufwendig veredelt und wirklich etwas richtig, richtig Feines. Was kann man noch sagen? Ja, die Uhr ist limitiert auf 25 Stück. Das sollte man natürlich in keinem Fall vorenthalten. Hat einen Durchmesser von 41 Millimetern und eine Bauhöhe von 9,4 Millimeter. Wasserdichtigkeit bei dieser Uhr. Ich habe es nicht mal nachgeguckt. Also selbst wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich mit dieser Uhr in meinem Leben niemals ins Wasser gehen, nicht schwimmen gehen und wird sie auch nicht zum Duschen anbehalten. Also bei der Uhr ist es mir tatsächlich völlig schnurz, wie wasserdicht sie ist. Die käme selbst beim Händewaschen niemals mit Wasser in Verbindung. Dafür ist sie mir einfach viel zu schön. Und wenn wir nochmal einen genauen Blick auf das Werk werfen, seht ihr, dass der Anlass der Uhr, das 25-jährige Jubiläum, sogar im Werk selber dokumentiert ist durch die Gravur 25. Ich finde das wirklich toll gemacht und eine super schöne Uhr im klassischen A. Lange und Söhne Stil mit dem kleinen Ziffernblatt, den Zusatzanzeigen, dem Großdatum, der ausgelagerten Sekunde und der Gangreserveanzeige. Eine wunderschöne Uhr, die es auch in unterschiedlichen Varianten gibt. Ich habe mich für diese entschieden, obwohl sie römische Ziffern hat, was nicht immer hundertprozentig meins ist. Dafür finde ich den Kontrast blaue Zeiger, silbernes Ziffernblatt viel besser ablesbar als andere Varianten, die es bei der Grand Lange mit der Mondphase gibt, wo die Mondscheibe blau ist, dafür die Zeiger silber sind auf einem silbernen Blatt. Das finde ich nicht so gut ablesbar. Hier finde ich die Ablesbarkeit trotz des relativ kleinen Bereichs, in dem die Zeit angezeigt wird, immer noch sehr gut und wirklich absolut ausreichend.
Ja, das war also meine 5-Uhren-Sammlung, wenn Geld keine Rolle spielt. Schreibt mir doch in die Kommentare, was eure 5 Uhren wären, wenn Geld keine Rolle spielt. Ich freue mich darauf. Bis dahin, tschüss, euer Axel.